Offenbacher Derby in der Qualifikationsrunde im Glabsbräu-Pokal. Türkischer SC gegen Rot-Weiß. Zwei Offenbacher Vereine, beide in der Vorsaison aus der Kreisliga A abgestiegen. Der Gewinner zieht in die Pokal-Hauptrunde ein und darf gleich am Sonntag wieder rangespielt. Wird auf dem Hartplatz im Stadtteil Rumpenheim. Rot-Weiß-Offenbach, die Gäste von links nach rechts in den weißen Trikots mit dem besseren Beginn. Guter Diagonalball auf Mehran Ali Dusti, 1-0 RWO. Die Führung durch den Mann mit der Rückennummer 13 in Spielminute 13. Ali Dusti feiert der Offensivspieler einen Schritt schneller am Ball als Gegenspieler Burhan Denizli. Die Gäste sind vorne. Dann mal der türkische SC. Emre Ibis ist das. Alexandru Marinas nicht im Abseits, auf dem Weg zum Ausgleich. Nix da. Der Linke scheint nicht sein starker Fuß zu sein. Aber das Team in Gelb und Schwarz bleibt dran. Guter Freistoß. Diesmal rettet die Latte für RWO-Keeper Kamal Eşgelahi. Dem türkischen SC fehlen noch einige Stammspieler. Dazu stimmt die Abstimmung nicht immer. Torschütze Ali Dusti dazwischen steckt durch auf Fasat Sadeki. Guter Konter, der fast mit dem 2-0 belohnt wird. Dann wieder Ali Dusti. Unsicherheit beim TSC-Keeper. Die bleibt aber ohne Folgen. Die Gäste jetzt wieder besser in der Partie. 36. Minute. Sadeki schraubt sich hoch. 2-0 Rot-Weiß Offenbach. Tolle Flanke, toller Kopfball. Aber die TSC-Defensive sieht hier überhaupt nicht gut aus. Fasat Sadeki völlig ungestört. Für ihn fühlt sich niemand verantwortlich. RWO zur Pause 2-0 vorne. Zweite Hälfte, jetzt ist der türkische SC gefordert. Mindestens zwei Tore müssen her, sonst war es das im Kreispokal. So wird das aber nichts. Rot-Weiß dagegen kann es etwas ruhiger angehen lassen, die Führung recht komfortabel und es ergeben sich auch immer wieder Möglichkeiten. Der agile Mehran Ali Dusti mit ganz viel Platz auf links, aber zu eigensinnig, der Querpass wäre die bessere Entscheidung gewesen. Die Gegenseite, Freistoß TSC-Kapitän Ahmet Aydin Eşgelahi mit dem Flutschfinger aber nochmal gut gegangen. Ein Tor, dann ist hier wieder alles drin, knapp 30 Minuten verbleiben noch. Mehran Ali Dusti ist das wieder. Gutes Zuspiel für Kevan Ali Dusti, die Entscheidung. 72. Minute, der Joker sticht und ist kaum noch einzufangen. 3-0 RWO dank dieser Ali Dusti Koproduktion. Danach passiert nichts mehr, Schluss aus, vorbei. Rot-Weiß Offenbach schlägt den türkischen SC mit 3-0 und steht in der Hauptrunde des Glabsbräu-Pokals. Am Sonntag wartet Fortuna Dreieich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.